Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video zur Untersuchung der Uferlagerung mit dem Decknamen Rebhuhn. Das haben wir zusammen mit Björn und Sabrina von Mr. und Mrs. Lost gemacht. Ihr solltet euch auch deren Kanal anschauen. Die zwei sind tolle Urwächser, die echt gute Videos machen, weswegen wir auch gerne mit denen zusammenarbeiten. Und die werden auch zu diesem Objekt ein Video online stellen. Und der Unterschied ist, der Fokus bei uns als Forschungsgruppe GWS liegt natürlich tatsächlich auf den Experimenten, die wir gemacht haben, auf die eventuellen Beweise oder auch Widerlegungen, die wir gefunden haben. Und ja, das möchten wir mit dem Video am ehesten dokumentieren. Ich bin sehr optimistisch, dass wir auch in Zukunft einige der Objekte noch zusammen machen werden. Denn genau wie hier bei dieser Uferlagerung waren Mr. Lost schon vor uns bei diesem Ort. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Die haben dann uns gesagt, oder wir haben dann auch in ihren Videos gesehen, dass da irgendwas ein bisschen komisch war, haben mit denen gesprochen. Und da kam, ja, okay. Wir haben da schon das Gefühl gehabt, Schritte zu hören, dass irgendwer dauernd präsent war, mehr oder weniger. Und deswegen haben wir uns darauf eigentlich gesagt, klingt spannend, wollen wir untersuchen? Das testen wir, machen wir doch gerne. Und haben uns dann halt entschieden, zusammen dahin zu gehen. Und genau das haben wir gemacht. Und ich würde sagen, seid überrascht, was wir gefunden haben. Ich kann euch schon versprechen, es ist tatsächlich mehr, als wir selbst erwartet haben. Und ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr findet es spannend. Gerne könnt ihr in den Kommentaren dann mal drunter schreiben, was ihr gerne mehr hättet. Denn es ist haufenweise Videomaterial. Und ihr seht natürlich jetzt nur die von uns ausgewählten Ausschnitte. Gerne können wir auch mehr zeigen. Oder wenn ihr sagt, es ist zu lang, naja, wird schwer. Aber in manchen Fällen werden wir es dann auch verringern können. Gerne, wie gesagt, mit eurer Mithilfe können wir das optimieren. Und sagt uns einfach, was ihr davon sehen möchtet, was euch nicht so gefallen hat. Und wo der Fokus drauf liegt. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. So, ja, der Eckbert, der Jan. Ihr habt euch schon ein bisschen in Position gebracht. Mögt ihr kurz erklären, was ihr heute an Technik dabei habt, beziehungsweise was ihr versuchen wollt für Experimente zu machen? Genau, wir fangen am besten mal einfach nur mit den Geräten an, was wir haben. Danach erklären wir, was wir wie verwenden wollen. So, unsere Oberschicht unseres tollen Koffers sind eigentlich hauptsächlich nur Lampen. Das Interessante oder Spannende daran ist, diese Lampen hier, Jan hat eine davon, das zeigen wir euch gleich, die kann verschiedene Lichtstärken machen, also normales Weißlicht, Rotlicht und auch UV-Licht. Das Tolle am UV-Licht ist, das kann manchmal Dinge sichtbar machen, die man mit bloßem Auge nicht sieht, weil es dann halt so ist, dass es Stoffe gibt, organische Stoffe oder auch manche Metallverbindungen, die aufgrund ihres Elektronengitters dann durch das UV-Licht, was sehr, sehr energiereich ist, angeregt werden, auf ein höheres Orbital zu gehen, da aber nicht bleiben können. Die Elektronen fallen zurück und emittieren dann ein eigenes, separates Licht, das charakteristische Farben strahlt. Und ja, wie gesagt, das kann man mit bloßem Auge manchmal nicht sehen. Und wir haben tatsächlich schon was gefunden, was wir euch gerne zeigen wollen, okay. Dass ihr so auch gesehen habt. Ah, okay. Wir haben sogar auch schon versucht, das zu lesen. Hier steht quasi, Achtung, Emils, es gruselt ab hier. Und das scheint mit einer Farbe gemacht zu sein, extra mit einer Farbe gemacht zu sein, die wir quasi nur mit Schwarzlicht sehen können. Das heißt, jemand hat damit gerechnet, dass jemand irgendwann mal hier hinkommt und das liest. Und da wollte ja, jemand mir das mitteilen. Wenn du das UV-Licht mal einmal kurz wegnimmst, mal weg, einmal zur Seite, dann sieht man, dass da es ist eigentlich. Es schimmert auch nicht nach oder irgendwas, es ist einfach, es ist schlichtweg nicht zu sehen mit dem bloßen Auge. Richtig, also hier hat uns jemand, also nicht schlecht für uns, aber für jemanden, der von dem sie erwarten, dass er mit UV-Licht rumlernt. Geocache eventuell, das könnte ne, eventuell in die Richtung gehen. Natürlich, möglich. Aber wer weiß, was derjenige uns sagen wollte. Vor allem, könntest du nochmal schauen, oder ihr beide, was das eine Wort sein könnte? Machst du bitte nochmal, weil wir kriegen das oben rechts nicht ganz gelesen. Emils oder EM, wir kriegen das oben rechts nicht ganz gelesen. Das ist schon ziemlich verwischt, ne? Emils, vielleicht Emil. Ja, es könnte ein Name sein. Also, ich könnte Emils lesen, und das I, das sehe ich auch noch im waagerechten Strich wie EMT eher. Ja. Vielleicht noch ein bisschen aus dem Mikro, das siehst du. Also ist ziemlich schwer zu sagen, aber Leute, wenn ihr da jetzt gerade was raus erkennen könnt, dann schreibt uns das so an der Stelle mal eben mit unten in die Kommentare. Ja, das sieht auch noch aus wie ein T, weil das auch eine Waagerechte drin hat, die ganze EMTTS. Es funktioniert, den ersten Check, den ersten Test haben wir schon mal bestanden, okay. Ja, wir würden quasi vorne dann anfangen, quasi der Jan und ich.
ich sage mal in Anführungszeichen, zu kartieren, indem wir hin und her gehen, Grundmesswerte machen, quasi, dass man eine Nullmessung hat, wie wäre es denn, wenn nichts wäre. Sagen wir mal kurz zu eventuellen Entitäten Hallo hier, wenn wir höflich sein wollen. Okay. Geben die Möglichkeit zu wissen, dass wir da sind, euch kennt in dir eventuell, sage ich mal schon vielleicht. Und ja, dann würden wir das abgehen. Und wenn irgendwo eine Messungenauigkeit ist, also sprich eine Abweichung, die wir nicht erwarten würden, sollte überall gleich sein, hier sind wir uns vor Strom, die Temperatur sollte gleich sein überall, werden wir an dem Punkt natürlich nochmal intensiv schauen, wo kommt das her und ist es vor allem dauerhaft. Okay. Ansonsten bauen wir hinten auf und dann auf dem Rückweg halt nochmal die ganzen kleinen Audioaufnahmen, sprich EVPs, elektronisch, Voice, Panamen. Okay, gut. Jo. Fangen wir an. Gut, fangen wir an. So. Also das Thema, dass da auch andere Urbexer sind, da werden wir in die Fußspuren geschaut. Ja, Fußspuren waren ja keine. Eben. Deine Fußspuren konnten wir noch eine ganze Zeit lang sehen. Vielleicht sehen wir die sogar immer noch, wenn wir zurückgehen. Ja. Also wenn, müssen die ja schon eine Weile hier drin sein. Ja, ist ja wirklich, dass sie schon ein Stündchen drin sind, weiß man ja nicht. Ja, kann ja sein, klar. Aber wenn man da noch Stimmen so deutlich gehört hat, wäre die eine Stunde hier drin, wären die schon ganz hinten angekommen. So wollte ich jetzt. Ne? Ja, eben. Das scheint ja so, als wenn sie dann eine Weile stehen geblieben sind oder zurückgekommen sind und jetzt sagen, okay, wir trauen uns nicht, hier stehen welche. Wirkt jetzt ein bisschen schwanken, wir sollen gleich wieder hochgehen. Leichte Temperaturschwankungen. Ja, ist aber minimalst. Ja. Könnte auch ein Luftdruck in dem Sinne sein. Ist eigentlich normal. So jetzt. Ja, könnte schon eher Urin oder so sein, oder? Wenn das dann so ein bisschen. Achso, nicht mal jetzt auf den Stein. Nee, ich meinte jetzt auf den Stein sah das gerade so aus. Also das sah halt schon so ein bisschen aus, also so eine Umrandung. Wie so ein bisschen getrockneter Urin, hätte ich jetzt gerade gesagt. Könnte auch sein. Ja, wird wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal vorkommen. Ja, ne? Ja. Das ist jetzt. Müssen wir zu langsam aufpassen. Jetzt kommen ganz viele Stolperfallen. Ja. So. Ob es ja 6 Grad ist, aber wahrscheinlich erwartbar wird es um die 6 Grad gleich sein. Kann aber auch sein, weil wir die ganze Zeit gestanden haben, dass wir dann halt selber das Ganze hin und weg das ein bisschen verfälscht haben. Wahrscheinlich war es auch da ein bisschen, war es da auch ein bisschen genau geschützter. Genau. Oh, Vorsicht, Kante. Ja, okay. Oh, da ist direkt was. Ja, schwere Reihen, ne? Aber immerhin. So wunderschöne. Merkt man. Wie gesagt, das ist Milligauss, das ist sau wenig. Also mit 1 Gauss zum Beispiel, das wäre die Energie, die man brauchte, um 70 Gramm auf 10 km/h zu beschleunigen. Also das ist echt nicht gerade viel, ne? Milli heißt Tausendstel.
Ich würde dann sagen, an der Stelle warten wir dann auch mal auf den Jan und die Sabrina. Weil ich denke, das wäre jetzt eine gute Stelle, um auch ein paar Fragen schon mal zu stellen, also kurz uns vorzustellen, zu sagen, dass wir hier sind. Da ist niemand zu sehen, oder? Komm mit der Lampe. Jetzt gerade, ich sag mal, mindestens 250, 300 Meter. Aber es können keine Schritte gewesen sein. Definitiv stimmen, aber dann überleg mal, wie weit die... Du siehst aber auch kein Licht entgegenkommen. Das wundert mich jetzt auch. Überleg mal, wie laut das war. Wenn die da von dahin kommen, was musst du denn für Kraft aufwenden, um so einen Krach zu machen? Oder ist es irgendwie ein Stein oder so runtergekommen? Ich bin gespannt, ob es da irgendwann gleich mal jemand entgegenkommt. Ich auch. Gut, aber wie gesagt, wir warten jetzt erstmal auf Jan und Sabrina. Und da würde ich hier vorschlagen, dass wir uns mal kurz, sagen wir, eventuellen Entitäten hier vorstellen und denen auch sagen, dass sie gut mit uns kommunizieren dürfen. Oh, ist da die Decke? Ah, guck mal da, das... Das ist ein Holstein, okay. Das ist schon rausgebrochen, ne? Ja, ja. Naja, der Hinweis sagt ja, ab jetzt wird es gruselig, ne? Ja. Ich mache auch mal kurz mit meinem Licht runter, dass der Jan... Oh, Björn. Ach, schade. Da, siehst du, es hat kurz wieder geflackert. Das ist jetzt schon wieder weg. Gerade in dem Moment, wo ich natürlich nicht hinstehe. Das ist aber eigentlich schade, es sollte, wenn, schon immer flackern oder stehen bleiben. Könnt hier irgendwas... Ich muss mal kurz die Steine mal ein bisschen anschauen. Die Steine sehen jetzt nicht so aus, als wenn... Oder doch, es sind ja anscheinend die Steine, schau mal. Die emittieren irgendwas. Okay. Das sind doch nicht die Steine. Da, jetzt ist wieder da. Ja, wir haben gerade das gehört, das klang so, als wäre ein Stein ins Wasser gefallen oder so. Ja, jetzt, das Stein ins Wasser fällt, kann immer passieren, natürlich. Ja, ja, aber hier ist ja nicht viel zum Fallen mehr, ja. Ja, eben. Das ist halt schon alles, was fallen kann, liegt meistens auf dem Boden. Deswegen. Aber komisch, ne? Das jetzt sollte besser oben bleiben. Gerade hatte ich hier bei den Steinen Ausschlag gehabt und habe gedacht, okay, vielleicht haben die einen Metallanteil. Jo, war das ein erwartbarer Klimperer, dass er da auch passiert. Nee, ich hab's einfach nur fest. Nee, ich bin hier. Aber ich hatte es auch da gelassen. Reproduzieren kannst du es eh wahrscheinlich ein Messfehler. Obwohl, ja, kann man nicht sagen. Ja, wenn ich es nicht reproduzieren kann, heißt, ich kann es nicht erklären. Ja, eben. Wollte ich gerade sagen, richtig. Okay, das ist jetzt mal ein kleiner Test. Mal sehen, ob man unsere Stimmen hört vom Schall. Wahrscheinlich. Also, es wird auf jeden Fall schallen. Schall ist nur die Stimme. Hallo, hier ist Ecki. Ja, doch, das war halt eine Stimme gerade. Ja, ist ein bisschen. Jetzt mal rein, da wir haben ja die Profis jetzt. Das ist jetzt reine Mathematik. So, Schallgeschwindigkeit, 1000 Kilometer pro Stunde. Der Tunnel ist 750 Meter lang, bis zur ersten Barriere, die dann kommt. Das heißt, wenn ich hier reinrufe, wie lange muss es dauern, bis der Schall zurückkommt? Kurz mal nachdenken, 1000 Kilometer pro Stunde, 0,7 Kilometer, ne? Das heißt, müssen wir eine Sekunde kurz umrechnen. 0,7 Kilometer pro Stunde mal... 3600, ne? Ja, muss ist halt 3600 Sekunden. So, sind 21.000, sind ungefähr 25.000 Meter, nee, Quatsch, doch, 25.000, nee, 3,6 nur, auf Meter pro Sekunde. Ach so, ja, ist ja dann 3,6, ja, theoretisch. Ja, nur 3,6, nicht 3600, 25 ungefähr Meter pro Sekunde. Ja, dann rechnet man hoch, das sind dann... Bei 700 Metern also, sagen wir 750, lässt sich besser rechnen, ungefähr 30 Sekunden, allerdings hin und zurück, das wäre ja nur hin. Ja. Zurück, wenn es wirklich von der letzten Wand abreihen wird. Wird hier nochmal hier irgendwo. Wahrscheinlich ist das generell. Das Bauwerk sein, das ist dann eben. Oder da. Also wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass der Schall von den seitlichen Wänden abprallt, weil hin und zurück wäre erstens lang. Also ich höre euch, während ihr jetzt gerade redet, permanent hinter mir nochmal. Ja, ja, das ist Schall. Und hier nicht, die Steine haben schon hier. Lustigerweise, ich habe den Stein draufgelegt. Wir haben so laut noch gar nicht drin geredet. Wir haben, Und wir haben trotzdem Stimmen gehört. Wir haben Lampen gehört. Wir haben ja alles gehört.
Und was ich damals eben ganz extrem fand, ich hätte immer schwören können, dass eine Frau dabei ist. Immer. So, was ich schon gerade zu Björn gesagt habe, ich würde kurz hier mal die Gelegenheit nutzen, einfach mal so Hallo zu sagen, falls doch irgendwas hier ist, und zu sagen, dass durchaus eine Kommunikation erlaubt ist. Deswegen mache ich das jetzt mal kurz. Also, ich bin der Eckbert, das ist der Jan. Die anderen zwei kennt ihr vielleicht noch, das ist der Björn und die Sabrina. Die waren schon mal hier gewesen. Ja, höflich sein. Wir möchten gerne testen, ob jemand hier ist. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ihr dürft auch gerne euch anders bemerkbar machen. Was ihr aber nicht dürft, ist uns in irgendeiner Art weh zu tun oder uns von dem Objekt hier, wenn wir es dann verlassen, wieder zu folgen. Wir machen hier bloß ein paar Aufnahmen mit Geräten. Die können eventuell helfen, für uns euch besser zu erkennen. Auf dem Rückweg werden wir auch noch Tonbandaufnahmen machen. Das heißt, wir werden euch Fragen stellen. Und wenn ihr die hört, könnt ihr sehr, sehr gerne darauf antworten und eigentlich alles mitteilen, was ihr wollt. Das wollten wir euch nur mal so sagen. So, jetzt machen wir höflich. Mhm. Nur für den Fall des Falles. War das jetzt von deinem Schuh, das, was jetzt zurückgekommen ist? Oder? Nein, das war von, ich wollte sagen, irgendwie großes Wasserplatschen, aber es klang, als wäre in eine Pfütze gesprungen. Das war ich nicht. Das hörte sich jetzt verdammt komisch an. Also mein Schall, kann man sagen, das große Plätschern, was wir gehört haben, ich hoffe ihr auch, wir wissen nicht, woher das kam. Es war nicht mein Schritt oder seiner, deswegen stampf nochmal, das klingt anders. Das klang halt eindeutig nach dem, als wenn das Großes ins Wasser geplatscht ist. Ich weiß jetzt nur nicht, wie groß das sein könnte. Ein Schritt im Wasser könnte schon sein. Ja. Okay, wir gehen einfach weiter, oder? Kann man da auf dem Gerät irgendwas sehen? Könnt ihr Unterschiede feststellen? Oder? Also bis jetzt war ein ständiger Anstieg bis ungefähr 6 Grad hier. Vorher waren es ungefähr so 5,1, 5,2 ganz am Anfang. Mhm. 5,3, jetzt ist es ungefähr 6 Grad. Luftfeuchtigkeit ist auch minimal angestiegen. Jetzt ist 88%, also schon, ja, ich glaube, das merkt man, ne? Ja, wir stehen ja fast im Regen hier. Genau. So. Ansonsten ist aber keine große Abweichung feststellbar. Okay. Aber da bist du, glaube ich, eher besser informiert als ich. Ihr seht es jetzt, wir sind ungefähr, ja, was mögen es sein, gute 100 Meter jetzt in den Tunnel reingelaufen. Aber es ist jetzt weg, ne? Ja, warte mal, das war auch mehr in der Mitte und in der Höhenraum. Da ist es wieder. Wenn du noch höher gehst, hast gerade eben ungefähr, da war sogar ein Ausschlag von, also auf der dritten Skala. Aber hier ist immer noch 2. Komm näher zu mir. Ich glaube, es war eher hier. Nee, ist es nicht, okay. Aber es ist stetig. Wo kommt das her? Kannst du mal Richtung Boden gehen, ob das abnimmt? Immer noch, ne? Ja, also die zweite ist immer noch am Himmel. Ja, ja. Irgendwas verursacht der magnetisches Feld. Aber das ist nur in der Mitte vom Raum, ja? Ich hab, bis gerade war ich davon überzeugt, ich wäre das, aber... Ich kann es. Ja, du bist größer. Also wir hatten gerade die ganze Zeit gelben Ausschlag, der ist jetzt weg. Aber komisch ist ja wirklich, dass es hier aufschlägt, ja, ne? Wird es denn zur Wand näher, dass vielleicht hier eine Leitung trotzdem verläuft? Da, du hast kurz wieder einen Dreierschwenk. Wie man so schön sagt, einen Spike. Ja. Aber es wird schon wieder weniger, ne? Kann ich mal übernehmen? Nach links? Ja. Zur Wand hin wird es weniger. Guck jetzt mal wieder runter auf den normalen Wert. Warum haben wir mitten im Raum ein Magnetfeld? Aber es ist stetig. Und hier ungefähr ist es ab und an bei 3. Ja, wir hatten das gerade mal getestet. Das hat es damit jetzt zu tun? Nehmen wir es mal kurz weg. Also es strahlt ja alles ein bisschen. Ne?
Mach's mal wieder dran. Also es wirkt auf jeden Fall ein bisschen. Aber wenn ich jetzt das so anders mache, dürfte es nicht passieren. Mach mal hier. Wir haben jetzt quasi... Achso, willst du durch dran halten? Nee, ich habe jetzt quasi da, wo der Aufschlag 0 ist. Mhm. Auch da dein Lampe das beeinflusst. Ja, dein Lampe macht ein bisschen Einfluss. Ja, vor allen Dingen war die hier gerade noch viel extremer gewesen. Mhm. Oh, die, bei der kommt es auf 3. Wenn du es bewegst, das Energiefeld. Ich ströme ganz viel, siehst du? Ja, da hinten ist die der Messschild, von daher. Okay. Da strahlst du. Aber trotz allem, wo du ja nicht strahlst, weil du jetzt dich nicht näherst, ist hier. Das ist egal, ob du ein jedes oder nicht. Mhm. Und da komme ich auch teilweise in den mittleren Bereich. Ist oben eine Leitung? Ja, normalerweise nicht, ne? Wäre komisch. Aber da oben, guck mal, da flackert es richtig. Okay, vielleicht ist das... Liegt das an dir, dass jetzt mehr flackert? Ja, nee, lag nicht an dir. Also hier oben ist ein bisschen Party, ne? Warum? Und warum auch nicht ganz konstant? Das ist von irgendwo gute Energie her. Hm. Wenn ich jetzt umschaue, ich sehe eigentlich nichts, was hier im Magnetfeld machen kann. Ja, gar nicht. Mitten im Raum vor allem. Mal sehen, wenn wir uns jetzt weiter näher, ob das gleich bleibt. Mhm. Dass da von da irgendein riesiges Magnetfeld irgendwie kommt oder parallel hier verläuft. Aber es ist hier schon wieder weg. Mhm. Also hier flackert es auch immer noch ein bisschen. Mal schauen, wenn ich mich jetzt nach rechts bewege. Hier bewegen wir es vom Magnetfeld weg. Es ist also irgendwo an der linken, in der Richtung der linken Wand eher. Verstehe ich gerade? Eigentlich sollte es hier flackern, ne? Ja, sind wir 3 Meter weiter gegangen und das ist. Ja, gerade eben hat es auch noch geflackert hier, oder nicht? Bin ich jetzt verrückt. Ich dachte, ich habe gerade geschaut. Da, hier ist es noch. Hier ist es noch da, vom Magnetfeld. Ist es? Es geht an aus. Mhm. Aber sobald ich mich ein bisschen so weit bewege, ist es weg. Es ist wirklich nur mitten im Raum. Das könnte man ja sogar noch erklären, wenn es an der Wand mehr werden würde, weil daneben ja die Schienen laufen. Ja, ja, das hatte ich jetzt so ein bisschen gehofft. Die Frage ist, ob es zur Decke hin mehr werden würde. Aber vielleicht läuft da oben wirklich was lang? Also stromtechnisch eine Leitung? Aber es ist ja auch ein riesiges Magnetfeld. Guck mal, wie viele Meter das überwinden müsste bis hier nach unten. Gut, bei Starkstrom vielleicht noch denkbar. Aber zu nach unten wird es auch weniger. So höher ich komme, desto stärker wird das. Ja, viel Technik muss hier früher ja mal unter der Decke gehangen haben, aber was kann da jetzt noch an Strahlung von im Stahl sein? Nur weil da mal irgendwann oben Schienen oder irgendwas festgemacht gewesen sind. Eigentlich nicht wirklich viel. Weil die können ja nicht mehr speichern, als sie sonst auch könnten. Das ist ja nicht so, dass man die aufladen kann wie eine Batterie, sage ich mal, komplett. Na komm, also ich habe jetzt dafür jetzt gerade keine Idee, aber ich würde auch nicht sagen, dass das paranormal ist, oder? Besonders früher wurde auch mehr die Leitung über Putz verlegt als Unterputz, ne? Sagt man ja auch. Ja, wie gesagt, das also wenn da jetzt noch eine wäre. Aber vor allem, ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Magnetfeld ist, das von außen kommt, weil das ist ja gut abgeschottet. Wir haben keinen Empfang hier. Wir haben keinen Empfang hier und das müsste ja ein Magnetfeld sein, das stärker als die Strahlung von Satelliten, die hier durch den Stein dringt. Weißt du, was ich echt komisch finde, ist, ja, dass die hechelt. Chanel hechelt, als wenn wir Sommer hätten. Ja. Und dabei aber am Zittern ist. Also eigentlich ist sie kalt. Also. Ja, ich habe dir schon was zu trinken gegeben. Ich hatte jetzt auch überlegt, ob hier jemand mit uns im Raum stehen könnte, sage ich mal. Aber es ist stetig. Man müsste an der ganzen Zeit an derselben Stelle stehen. Ja, vor allen Dingen. Ja, jetzt mal so richtig rumgesponnen mit deiner Theorie oder beziehungsweise, was wir ja auch wissen, ja, dass wir eben welche Hang haben. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Ich fand es nur gerade heftig, das zu überlegen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das, so.
dass hier ein paar leider erhängt wurden. Ja. Das ist ja dann auch eine etwas höhere Höhe. Und irgendwo baumeln dann ja auch die Füße. Das ist jetzt gerade natürlich ein doofes Thema, aber ja. Das wäre jetzt eine Sache, die kann ich nicht erklären. Ich habe keine Idee, woher mein Magnetfeld auf einmal mitten im Raum kommt. Haben wir hier irgendeine Markierung an der Wand, dass wir auf dem Rückweg nochmal gucken können? Da war ich eine 11. Also theoretisch 11. Dann. Und dann, was noch, da ist die 11 und hier ist noch so diese, wie heißt das denn, diese Einkerbung, diese Wand in der Höhle. Theoretisch. Dazwischen. Sie müssen es merken, dazwischen, ungefähr auf der Höhe, dass wir auf dem Rückweg nochmal schauen, ob das dann immer noch da ist. So. Das war eigentlich genau das Ding. Genau hier war das. Du standest nämlich hier vorne. Ja, ja, das war, da war ich ja auch gerade. Da ist eine Runde, gesagt, aufpassen, da ist ein Loch. Richtig, richtig. Also genau, ich bin auch Richtung Wand gegangen und so einen halben Meter von der Wand entfernt ungefähr war es weg. Und ich hatte es teilweise auf 3, aber jetzt ist es weg, oder? Ja, aber Sabrina ist ja gerade schon wieder auf dem Weg zu uns. Ja, lass es mal sehen, ob wenn sie jetzt kommt, es mehr wird. Also ich halte mal die Hand genau da oben hin, wo es eigentlich war. Ich kann ein bisschen gucken, aber ich glaube. Nee, ist nicht. Gehen wir bitte noch mal ein bisschen Richtung Wand, weil Richtung Wand hatte ich ja wie gesagt auch noch mal gehabt. Aber hier kurz, hier? Ja, aber wir hatten es besser. Wir hatten es sehr stetig gehabt. Ja. Jetzt hast du. Ja, und Ausschlag bis zur Mitte die ganze Zeit. Ja, ja, immer mal so wie wieder. Ne? Ja, hier kurz was. Und wie gesagt, ich hatte es auf Kopfhörern. Das könnte auch. Ja, das könnte kommen. Ja, wenn du zu sehr bewegst, dann kriegt der Chip das natürlich dann auch mit, aber an sich reagiert er sehr, sehr unempfindlich darauf. Ja, hier kurz, halte ich hier. Ja. Aber wie gesagt, wir haben es vorhin stetig gehabt, jetzt ist es weg. Ich meine, zweiter Bereich ist jetzt auch noch nicht viel, 1,5 Milligauss, aber trotz allem. Wir finden die Stellen nicht wieder. Und die war gar nicht mal so klein. Während du weg warst, kurz nachdem du richtig raus warst, hatten wir kurz mal einen Anstieg auf den mittleren Bereich. Deswegen haben wir überlegt, ob wir jetzt eine Tonaufnahme machen, aber wir finden es nicht. Die Theorie heißt gerade eigentlich, gib doch mal das Gerät da drüben. Ja, nee, genau. Aber eigentlich haben wir es ja auch in der Hand gehabt, ne? Weil zwischen uns war das vorhin die ganze Zeit am extremsten gewesen. Sollen wir euch vielleicht mal allein lassen? Manchmal ist es so, umso mehr Leute sind, umso weniger passiert. Okay. Aus Schüchternheit kann man vielleicht manchmal schon sagen. Ja. Ich gehe mal ein paar Meter von euch weg. Komm, wir gehen mal weiter ein bisschen tiefer rein. Okay, versuchen wir eine Aufnahme. Ja. Bist du hier bei uns? Mein Name ist Eckbert. Wie heißt du? Gibt es irgendwas, was du uns vielleicht sagen möchtest? Wir hatten ja nämlich einen Ausschlag gehabt. Und den können wir so nicht erklären. Warst du das? In welchem Jahr bist du geboren? Stopp. Es kam kein EMF-Ausschlag. Unwahrscheinlich, dass wir es aufgezeichnet haben. Bist du hier bei uns? Mein Name ist Eckbert. Wie heißt du? Gibt es irgendwas, was du uns vielleicht sagen möchtest? Wir hatten ja nämlich einen Ausschlag gehabt. Und den können wir so nicht erklären. Warst du das? In welchem Jahr bist du geboren? Tja, beim letzten war im Hintergrund irgendwas, aber wir haben so viele Geräusche, ich weiß nicht, was es war. In welchem Jahr bist du geboren? 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 Wie ich vorhin schon eigentlich sagen wollte, aber es ja dann nicht gesagt habe vor der Kamera. Das war ganz am Anfang, dass ich mir gedacht habe, was filme, wenn ich rede. Da hatte ich so einen Druck. Okay.
was wir beide ja schon mal besprochen haben. Der ist weggegangen, als wir dann ja wieder nach vorne gegangen sind. Also war bis hierhin dann quasi da gewesen? Nee, vorhin beim ersten Mal, wie wir die Kamera gerade angemacht haben und du alles erklärt hattest. Okay. Und dann sind wir wieder zurück zum Eingang und dann ging dieser Druck weg. Und jetzt ist aber dieses Gefühl wieder ähnlich. Okay. Oh, ich habe auch eine Bahn aus dem Stammzug. Mal schauen, was uns noch alles so begegnet. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, ich habe ja eigentlich früher richtig starke Platzangst gehabt oder Höhenangst und alles, was hier. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also wegen diesem Druck. Klar. Das kann ja auch psychologisch bedingt sein. Genau. Ich meine, es ist okay. Dafür waren wir jetzt oft schon irgendwo unter Tage, da sind irgendwo rumgekrabbelt, aber. Das ist schon ein Punkt. Seid ein bisschen vorne. Diese Theorie, es gibt ja Geister, die, oder was auch immer, ne? Also gibt es ja, die dann ihren Tagesablauf immer wieder wiederholen. So, also zum Beispiel kann ja sein, dass derjenige jetzt hier immer wieder langläuft. Kann lokaler Geist sein, wenn wir den nächsten Tage theoretisch wieder hier wären, zur selben Zeit dasselbe aufnehmen würden, dann könnte man dann tatsächlich vielleicht sogar eine Route irgendwann mal finden, die der läuft, wenn es ein lokaler Geist wäre. Aber tatsächlich haben wir schon wieder ein EMF, tatsächlich leider bis 3. Ich glaube, zur Aufnahme hat es nicht mehr gereicht. Ne? Nein. Schade. Nein. Aber guck mal, es kommt wieder. Jan, dein Einschlag? Hast du. Läuft. Wie heißt du? Wann bist du geboren? Möchtest du uns irgendwas mitteilen? Wir können dich hören. Wir wissen, dass hier mal leider Leute hingerichtet wurden. Weißt du etwas darüber? Weg. Ich bin gerade ganz kalt. Ganz kalt. Ja, ich habe jetzt heute am ganzen Körper. Das zieht jetzt aber das auch. Das ist so wahrscheinlich. Ja, ich merke auch, es sind mindestens 5 Grad Gefälle. Das habe ich jetzt noch nicht einmal gehabt. Ich auch nicht, die ganze Zeit nicht, aber jetzt sind gerade 5 Grad Gefälle hier, mindestens. Hast du schon gestoppt? Bist du noch? Ist noch offen. Okay. Björn und Sabrina waren schon mal hier. Kannst du dich an sie erinnern? Warst du hier einer der Häftlinge? Mir wird gerade so kalt. Ich kann kaum noch die Kamera gerade halten. Misst du die Temperatur gerade mit? Ja, es ist wirklich sehr, sehr kalt, vor allem hier. Das Lächerliche ist halt, wow, dass, hier oben ist. Anscheinend sind es 12 Grad. Das kann gleich, ich jetzt langsam runter, das kann nicht sein. Nee, so schnell geht das Gerät. Ja, oder die Geräte können leider nicht so schnell messen. Ich kann auch das Gerät nehmen. Oh, das ist das echt ernsthaft. Alter, ich habe das mal nie so zittern sehen. Aber vor allem, merkt ihr was? Die Kälte ist weg. Ne? Also ich stehe jetzt auch wieder locker hier. Ich bin nicht mehr so verkrampft wie gerade eben. Das war ganz schlimm. Ich habe richtig eine Gänsehaut, aber das eine wandernde Gänsehaut. Also, von unten, ja. Ja, nee, nicht unbedingt. Von rechts nach links und dann runter. Also es war schon komisch. Ich glaube nicht, dass wenn der Wind durchpustet, die Temperatur runtergeht, dann gleich wieder hoch. Also ein leichter Hauch ging ja jetzt auch hier durch, durch den Zug, aber dadurch ist die Temperatur jetzt nicht so runtergegangen. So, das ist jetzt die Infrarotkamera mit Audioaussatz, die, ich sage mal, quasi in Richtung des Eingangs zeigt. Ich versuche mal zu leuchten. Quasi in der Mitte sind die Mauern, der Jan läuft jetzt mal durch, um auch zu zeigen, dass es Infrarot wirklich ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht mit dem Gerät jetzt irgendwas aufnehmen, sei es jetzt ein Bild oder aber auch vielleicht Geräusche, daher das extra mehr Audio. Da es von der Zeit her ein bisschen knapp wird, haben wir gerade beschlossen, uns ein bisschen abzukürzen. Und wir werden jetzt nur an der Stelle, wo der Nummer 11 nochmal versuchen, ein bisschen zu horchen und an den zwei Bereichen hier hinter den jeweiligen Mauern, ob wir da noch was aufnehmen können. Und dann werden wir uns auch quasi Richtung Ausgang machen. Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren? Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren?
Bist du ein Soldat? Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren? Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren? Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren? Wann bist du geboren? Wann bist du geboren? Wann bist du geboren? So, wollen wir hier nochmal, würde ich sagen, ne? Ja, gut. Auch wenn hier leider kein Ausschlag ist. Ich hatte mir ja vor uns auch nichts gehabt eigentlich. Wie ist dein Name? Wo bist du? Ist hier jemand bei uns? Wann bist du geboren? Gibt es irgendetwas, was du uns über diesen Ort gerne sagen möchtest? Es wurden hier Leute hingerichtet, die wurden erhängt. Weißt du da etwas rüber? Interessant aber, oder? Als ich gefragt habe, er hängt, hat es geknappt in dem Moment. Es wurden hier Leute hingerichtet, die wurden erhängt. Weißt du da etwas rüber? Das klang fast so wie so ein, weiß ich nicht. Eine knallte Tür, fand ich. Ja, oder halt so ein Seil, ne, was geschlagen. Ja, das auch. Wird. Ja, du hattest uns auch die ganze Zeit still in der Hand. Das, ich habe hab nichts gemacht. Okay. Lass uns nochmal eins machen. Okay, warte. Es wurden hier Leute erhängt. Weißt du etwas darüber? Warst du ein Soldat? Möchtest du uns etwas über die Bedingungen sagen, die hier herrschten? Was hältst du von dem Thema Juden? Mal sehen, ob ich das jemand geärgert habe. Was hältst du von dem Thema Juden? Was hältst du von dem Thema Juden? Wollt ihr vielleicht euch schon mal vorne bei der 11 mit dem Gerät positionieren und schauen, ob ihr das findet? Ja. Ihr habt es euch auch gemütlich hier gemacht.
sieht schön aus. Was passiert? Also ich habe gerade schon gesagt, so ein ganz klein bisschen habe ich das Gefühl, dass das bisschen, was da gewesen ist, so am Anfang, ja, dass wir es verscheucht haben. Also irgendwie, entweder war das einfach nur so, ich weiß nicht, Neugier oder Interesse, dass sich das mal so für einen Moment an uns angeheftet hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, entweder haben wir was Falsches gemacht, gesagt oder wie auch immer, oder wir waren zu laut, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, was am Anfang da gewesen ist, ist jetzt nicht mehr. Und vor allem scheint es hier mehr zu regnen als vorher. Also, okay, also sprich, ihr habt keine... Nein, gar nicht. Also nochmal zum Beweis. Ja, das war der Ort, wo wir hier vor uns die Ausschläge hatten. Ich halte jetzt mal ein bisschen höher, während sie vor uns euer Kopf hier, genau. Habe ich vorhin auch schon. Und nichts, kein Zucken, kein nichts. Und das ist auch egal, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen bewege. Spricht jetzt aber erstmal dafür, dass hier irgendwas war, weil sonst müssten wir die Energiequelle ja wiederfinden. Ja. Wenn sie natürlichen Ursprungs, sage ich mal, wäre. Das heißt, natürlich ist relativ, aber eines Ursprungs, den wir so erkennen können mit bloßem Auge. Da war was? Ja. Da ist was. Ja, gerade wenn ich das schaue, sehe ich es nicht. Aber wir machen ja hier eh noch eine Aufnahme. Ja. Komm, einen Schritt zurück. Okay, nee, ist es nicht. Da, Jan, jetzt kannst du das, das pegel ich gerade ein. Ja, läuft. Ist hier jemand bei uns? Wir können sehen, dass jemand hier ist. Kannst du uns bitte ein Zeichen geben, dass du da bist? Fühlst du dich durch uns gestört? Wir wollen gerade gehen. Ein bisschen stärker jetzt geworden, wo du das gesagt hast. Mhm. Hättest du gehen sollen, und kannst du dann vielleicht die Lampen noch mal ein bisschen aufleuchten lassen? Du musst dich dazu nur zu dem Gerät bewegen. Du kannst auch gerne zweimal laut klopfen, damit wir wissen, dass wir gehen sollen. Oder möchtest du, dass wir bleiben? Dann kannst du auch jetzt zweimal klopfen. Oder möchtest du, dass wir bleiben? Dann kannst du auch jetzt zweimal klopfen. Oder möchtest du, dass wir bleiben? Dann kannst du auch jetzt zweimal klopfen. Aber wir haben wieder den Punkt, dass jetzt die Energie hier an dem Ort mitten im Raum wahrscheinlich konstant ist. Mhm. Kannst du dich mal Richtung Boden bewegen? Ja, schon so eine kleine Bewegung reicht, damit es ausgeht, okay. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, ja. Das ist aber extrem lokal. Das ist jetzt gerade so, also jetzt einfach nur so geschätzt, als wenn jetzt eine Person hier vor mir steht, so ungefähr Björns Breite. Und ungefähr, ein bisschen größer doch. Das hatten wir vor uns auch. Wenn es höher ging, hat es auch einmal eine Dreierspitze gegeben. Ja, und gerade ist es sogar weniger geworden, als ich das gemacht habe. Aber ich dachte, ich habe gerade beim Gelb was leuchten sehen. Ja, jetzt, genau. Ach so, meinst du, dass wir handeln? Als ich das so ausgetestet habe, da ich nämlich dann so gesagt, so ungefähr Björns Figur und Größe. Aber. Jetzt bleibt das sogar. Aber wirklich nur an dieser Stelle. Ja, wir haben vor uns ja auch, dass es lange bleibt und dann war es auf einmal wieder weg, ne? Genau. Wir konnten es nicht wiederfinden. Und das ist sehr lokal. Also, wenn man das mal sieht, die Sabrina, die Vegas setzen einen Radius horizontal von höchstens 10 cm und vertikal, naja, ein halber Meter wird es höchstens sein, schätze ich mal, ne? Ja. Also nicht besonders groß, aber das klingt jetzt total bescheuert.
ja, hier ist nichts. Hier ist Leere, quasi. Ja, ich habe auch gerade schon mal so mit der Hand, ob man irgendwie einen Wärme- oder Kälteunterschied. Ich muss mal gucken, ob ich mehr kann als du. Ich möchte einmal genau das sehen, ob es mehr wird. Bei uns hatten wir es als ganz hoch ging, ja quasi, wo es weniger wurde. Aber das. Ja. Ja klar, du bewegst ja den Schwerpunkt des Schiffs auch. Aber die hat einen kurzen Radius, ne? Mhm. Ja, Richtung Wand ist vorbei. Ja, jetzt fängt es wieder an. Wieder weg. Aber guck mal, was ist das hier? Ne? Ich sehe es jetzt nicht, ist aus. Ja, ja, nee, es ist aus. Kannst, nimmst du es mal, ich möchte jetzt hier weggehen und gucken, ob das genau so bleibt, wenn du es bist. Das müsste. Jetzt dreh du es mal. Und zack, aus. Wahnsinn, ne? Mhm. Naja, das liegt daran, je nachdem, dass die Hülle bietet ja leider auch ein bisschen Widerstand. Ja. Und je nachdem, von wo die Wellen eindringen können, die durch viel Plastik müssen oder durch wenig, ist natürlich ein gewisser Widerstand zu überwinden. Ne? Aber es ist doch echt jetzt mal die Frage, wir sind auch ein ganzes Stück hier unter der Erde. Ne? Yeah. Über uns ist ja nicht nur einfach die Tunneldecke und darüber ist jetzt Freiland, sondern wir stehen ja jetzt mitten in einem Berg. Ja, genau. Wo kommt jetzt hier irgendwo Energie her, was das Gerät messen kann? Ja, und wie gesagt, die war ja vor uns dann weg nach, keine Ahnung, wie lange waren wir, 10 Minuten? Ja. Wie ihr seht, da ist wirklich die 11, wo wir vor uns auch was hatten. Ich höre jetzt auch Stimmen. Ja, das waren Kinder. Wir haben hier gerade die ganze Zeit alleine gestanden und haben nichts, aber auch gar nichts an Ausschlag bekommen. Auch nicht rechts gelaufen, genauso. Und jetzt bleibt es zweite Lämpchen konstant an. Du warst auch so in den Abstand, wäre es nicht irgendwie zufällig deine Kamera, wo die nicht so viel emittieren sollte? Nee, nee, ist es nicht. Ja, ja. Wir haben jetzt quasi genau im Mittelgang. Machen wir zur Seite, ob es dann weniger wird? Ja. Also es ist quasi aktuell wie, als wenn hier eine unsichtbare Stromleitung eine schwache durchläuft in der Mitte. Und man sieht, es flackert, das versucht auch auszugehen Richtung Wand. Als wäre hier eine Energielinie in der Luft, von der Form her. Was ganz kurios ist. Jetzt hört es ja langsam auf. Ja. Huch, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen. Ja, aber ganz ehrlich, ich hätte doch gesagt, das ist jetzt zu Ende. Also das verflackert das. Das jetzt langsam. Ja, jetzt ja, da nochmal ein bisschen. Falls das tatsächlich eine Entität sein sollte, die nur in den Tageslauf abgeht, dann wird die auch nicht mit uns kommunizieren, weil dann kriegt die uns gar nicht mit. Ja. Oder fast nicht mit. Wow. Also wir haben nach wie vor keine Erklärung, woher diese Schwankungen kommen, beziehungsweise woher das Energiefeld überhaupt kommt. Ja, und jetzt ist es voll weg. Gehen wir jetzt noch einen Schritt zurück aus der Richtung, wo wir kamen. Oh. Also meine Theorie ist ja wirklich so, das ist wie so ein Tagesablauf und eine oder mehrere Personen sind es, also ich hätte sogar gesagt mehrere, die hintereinander weglaufen und deshalb selbst zwischendurch, wenn ich da so gestanden habe, ist es auch mal geflackert, dann war wieder ganz kräftig, als wenn wirklich so das wäre eine gute Erklärung, weil das wird ja sagen, wir haben quasi nur in der Mitte und ganz lang. Wäre eine gute Erklärung. Hier früher so ein Weg, wenn da auf der Seite die Geräte gestanden haben. Genau, genau. Und die sind dann hier ihren Tagesablauf abgelaufen, weiß ich nicht, um die Uhrzeit vielleicht, was Feierabend. Genau, vielleicht wurden die zurückgetrieben sozusagen, so böse das klingen mag. Aber. Ja, oder Schichtwechsel eben, dass da so ein Wechsel war. Das ist ja tatsächlich so gewesen, dass die... Das sind Kinder. Wenn das keine sind, dann ist es echt komisch. Dass die Zwangsarbeiter, die wurden hier ziemlich nah im Ort, wurden die in einem Lager untergebracht zum Schlafen. Und bei Schichtwechsel wurden die durch das komplette Dorf bis hier zu dem Tunnel, also bewacht und bewaffnet, dann quasi eskortiert. Und wenn die Schichtwechsel war, ist dann quasi die eine Schicht rein mit, ich sag jetzt mal, 10 Leuten und die andere Schicht gleichzeitig dann raus mit 10 Leuten. Und wenn die Sabrina sagt, und wir haben es ja vorhin auch gesehen, wenn hier die ganzen Geräte und Maschinen aufgebaut gewesen sind, ist das vielleicht wirklich so die Schneise gewesen, wo die rein und raus sind. Ja, nach, ne? Ja, kann nicht sein. Auf jeden Fall Sinn machen. Jetzt kommt mal schon zum nächsten gerade. Ja,
Wir hatten, ja, wann war das so gut? Ich hatte recht mit dem, muss ich sagen. Das ist etwa 12 Uhr war das bestimmt gewesen, als wir vor uns das erste Mal das hatten, ne? Das kann ich dir jetzt nicht mal sagen, aber... Ja, und wir haben jetzt hier zack, wieder weg. Ja. Oder können es vielleicht die einzelnen Personen sogar sein, die jetzt an uns vorbeiziehen würden? Ja, genau, das meine ich ja. Das ist denkbar. Wenn dann so 10, 20 Leute... Es kann ja sein, dass wir quasi, das jetzt mal bildlich gesprochen, dass wir quasi jemanden hatten, der gerade hier haufenweise Leute eskortiert hat, so in einer Kolonne, sage ich mal, hinter sich hergezogen hat, dass deswegen wir so einen Langgang Energie hatten. Und jetzt sehen wir entweder nur so, ich sage, ein paar kleine Nachbeben oder war hier ein zwei, einer, der hier einzeln rumläuft. Ja. Mal sehen, ob wir irgendwas noch aufgenommen haben. Also wenn es jetzt nicht so stark regnen wird und wir noch mehr Zeit hätten, würde ich hier direkt nochmal die Infrarotkamera aufbauen und ein Audio laufen lassen. Aber mit dem Audio werden wir jetzt hier nicht viel festnehmen können. Hier tropft es ohne Ende. Also es tropft teilweise lauter, als wir reden. Ich fand es doch komisch, dass es wirklich immer so im Abstand an, aus, an, ja, aus. Ne? Genau. So wirklich, als wenn jetzt im Schritttempo mehrere Personen an uns vorbeigezogen wären. Der Jan und ich gehen jetzt mal ein paar Meter weg. Ja. Das hat ja erst angefangen, als wir da waren. Vielleicht haben wir das begünstigt, also irgendwas ausgelöst, sag ich mal. Wir gehen mal einfach nur, wie viel ist das, 10 Meter oder so, Jan? Komm, wir gehen mal ein Stück und ihr schaut mal, ob das da noch was bringt. Wie heißt du? Bist du Soldat? Wie heißt du? Bist du Soldat? Oh, das stabilisiert sich. Ja. Sollen wir lieber gehen? Ich stelle noch eine Frage. Stören wir dich hier? Ist hier an der Stelle was Schlimmes passiert? Sind wir in Gefahr? Bist du in Gefahr? Schrei mal laut. Das war unerwartet, gebe ich zu. Kannst du das nochmal machen? Kannst du nochmal schreien? Siehst du uns? Weißt du, wie ich heiße? Wie heißt du? Was ist an der Stelle hier anders als an den anderen Stellen des Tunnels? Warum sehen wir quasi hier die Ausschläge? Siehst du uns? Was ist an der Stelle hier anders als an den anderen Stellen des Tunnels? Warum sehen wir quasi hier die Ausschläge? Was ist an der Stelle hier anders als an den anderen Stellen des Tunnels? Warum sehen wir quasi hier die Ausschläge?
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung von unserer ersten Untersuchung der Uferlagerung mit dem Decknamen Rebhuhn. Ja, wie ihr gesehen habt im Video, haben wir ein paar Sachen gehabt. Einige EVPs, wo ich sagen muss, ja, sind durchaus plausibel, besonders das spannende Geräusch von diesem Seil auch bei der Frage, ob hier jemand erhängt wurde, ist ja in einem sehr passenden Zusammenhang und damit nicht ganz so einfach zu erklären. Im Gegenteil, spricht stark dafür, dass wir was aufgenommen haben, was so für uns nicht hörbar war, also quasi ein klassisches EVP war. Ist sehr, sehr spannend. Ein paar andere EVPs hatten wir, wo man mit, ich sage ein bisschen Interpretation und Fantasie tatsächlich Stimmen und Antworten hören konnte. Allerdings, bis auf dieses erste mit den Seilen, muss man zu allen anderen sagen, die sind mit Vorsicht zu genießen. Der Tunnel, das habt ihr die ganze Zeit im Video auch gesehen bzw. gehört, hat halt einen ganz krassen Hall bis zum Ende hin und dann auch wieder zurück. Hallt es wie verrückt. Durch das Tauwasser, was wir hatten, hat es wahnsinnig getropft, war wie in einer Tropfsteinhöhle 2.0. Und dadurch, dass auch so viel Müll rumlag, in allen möglichen Varianten, haben wir eine perfekte Klangumgebung. Wir hatten auch richtige Klangkörper gehabt. Zwar natürlich nicht im musikalischen Sinne, aber vom Aufbau her. Ein leerer Plastikkanister, Metallbereiche, Steine, alles Dinge, die, wenn Tropfen drauftreffen, ein anderes Geräusch verursachen. Gepaart mit dem Hall und wenn das ein hohler Kanister ist, natürlich auch, wie ich schon sagte, Klangkörper, der wunderbar wie eine Trommel quasi dann sein Geräusch wiedergibt. Muss man halt wirklich sagen, unter sehr strengen Kriterien betrachtet, dürfen wir diese EVPs nicht zu seriös einstufen, weil auch wenn diese an sich für uns untypisch waren, die wir aufgenommen haben und nur sehr schwer auf die Tropfen zurückzuführen sind, so kann die Kombination von verschiedenen Tropfen gepaart mit dem Hall tatsächlich dann vielleicht wie eine Stimme, ein Hauchen oder sowas klingen. Das können wir nicht zu 100% ausschließen. Deswegen, wie immer, sind in der Auswertung und im Video nur die drin, wo wir sagen können, okay, die sind zumindest zweifelhaft, wo man sagen kann, okay, da könnte was sein, aber ganz sicher, wie gesagt, können wir hier nicht sein, weil wir halt durch die Geräuschkulisse das nicht ausschließen können. Deswegen wieder auch natürlich die Sache, jeder darf sich seine eigene Meinung bilden und gerne dürft ihr auch selbst in den Kommentaren sagen, ob ihr was anderes gehört habt als wir, ob ihr eindeutig sagt, das ist ein Geräusch, ob ihr vielleicht sogar was komplett anderes hört, kann ja auch sein. So, um diese Sache allerdings jetzt kurz zu machen, die EVPs können wir nicht als signifikant einstufen, bis auf das mit dem Seil. Das ist schon sehr, sehr maßgeblich, weil das kann unmöglich ein Tropfen gewesen sein, egal in welcher Kombination. Gut, was bleibt also dann übrig? Was wir auch noch hatten, war ja, dass uns allen für ein paar Minuten richtig kalt geworden ist, obwohl in dem Moment eigentlich kein Zug war, beziehungsweise wenn diese ganze Zeit sind ja Züge parallel Tunnel durchgefahren, haben wir nicht gespürt, dass es kälter geworden ist, aber an dem Zeitpunkt wurde es richtig kalt. Ihr habt es ja auch beim Björn wahrscheinlich dann gesehen, der hat sogar richtig gezittert, also dem war richtig, richtig kalt. Und ja, messtechnisch hat die Temperatur sich nicht verändert, das heißt, nur die gefühlte Temperatur hat sich geändert. Wann ändert sich die gemessene Temperatur und die gefühlte? Eigentlich nur dann, wenn die Luftfeuchtigkeit massiv spontan nach oben geht. Weil umso feuchter die Luft ist, umso schneller kann sie die Temperatur mit unserem Körper austauschen. Das heißt, die Differenzen werden über den Gradienten schneller ausgeglichen. Aber auch das konnten wir nicht messen. Das heißt, das bleibt erstmal nach wie vor unerklärlich und auch ein bisschen komisch, weil es halt auch nur einmal passiert und nicht bei jedem Zug, der durchfuhr. Allerdings ganz besonders so das i-Tüpfelchen ist das, was der Jan im Nachhinein dann Energiebanane getauft hat. Das werden wir auch in Zukunft so verwenden, weil der Begriff ist sehr, sehr lustig und beschreibt auch perfekt die Form. Wir reden hier natürlich von der Position 10 bis 11, wo wir immer wieder das K2 im Feder bis zur dritten Stufe, also bis zu 10 Milligauss, haben Ausschlag gehabt. Das ist schon deutlich, ja, abweichend vom Normal. Ihr habt gesehen, da drin ist an sich nichts. Wir haben auch keinen Empfang gehabt. Wir hatten die Smartphones natürlich aus, aber zum Test hatten wir sie natürlich angemacht, um zu schauen, ob wir Empfang haben. War zu vermuten, dass nicht, und wir haben auch nicht. Über uns ist neben der Tunneldecke noch Erdschicht. Parallel ist das Gleis. Unten drunter, wir vermuten Erde, wir wissen es nicht genau. Und auf der anderen Seite ist eigentlich, ja, ist aber ein Hügel, wo der Tunnel so halb eingebettet ist. Deswegen haben wir auch versucht, zur Seite der Bahn hinzugehen, zu messen, ob von dort vielleicht von den Starkstromleitungen da ein EMF-Feld emittiert wird, was tatsächlich durch die Steine bis in diesen der Uferlagerung eindringt.
Aber ihr habt gesehen, auch wenn wir zur Wand gegangen sind, wurde das Energiefeld schwächer. Zu Boden wurde schwächer, zu den Wänden wurde schwächer. Bis zur Decke kamen wir nicht ganz hoch, aber umso höher wir gingen, da hörte es auch irgendwann auf. Das heißt, wir haben quasi eine bogenförmige Energie gehabt, so als wenn ein Starkstromkabel mitten im Raum hängen würde und wir quasi drumherum das Magnetfeld gemessen haben. Das ist nach wie vor unerklärlich. Weil wenn wir eine Energiequelle haben, müsste sie einen Ursprung haben. Und wenn wir uns dem Ursprung nähern, müsste sie stärker werden. Da sie mal da war und mal weg war, könnte man sagen, okay, klar, wenn die Bahn durchfahren, in dem Moment wird der Strom bei den Kleids zugeschaltet, wenn der Bahn weg ist, wird er wieder abgeschaltet. Deswegen habt ihr noch am anderen ein Energiefeld. Passt aber nicht, weil es zeitlich mit dem Bahn nicht korreliert, wenn man das mal sich anschaut. Und wie gesagt, es müsste in dem Moment auch stärker werden, wenn wir uns zur Richtung der Quelle, sprich zur Wand bewegen. Auch das tat es nicht. Es bleibt alles ungeklärt. Und ein so langes Energiefeld zu haben, ist eigentlich was Einmaliges, wenn es denn nicht menschengemacht ist. Und das ist jetzt so der Punkt, wo es extrem spannend wird. Weil jetzt die Frage, ist das was Paranormales, unerklärlich? Ist es vielleicht, wie wir überlegt haben, eine Gruppe von Personen, die da ab und an durchmarschiert oder stillstehen muss? Wir wissen ja, dass zu Zeiten des Krieges dort die Häftlinge untergebracht waren mit verschiedensten Sprachen und da quasi in dieser alten Flugzeughalle oder Maschinenhalle, die das mal war, gearbeitet haben. Und durchaus möglich, dass die da durchgelaufen sind, dass sie teilweise stillstehen mussten und dass wir quasi das, die Restenergie jetzt dokumentiert haben, quasi, dass die ihren Tagesablauf dort nachgegangen sind und wir das jetzt wie eine Art Projektion messen konnten in Form des Magnetfeldes. Das wäre eine Erklärung. Das wäre die parapsychologische Erklärung. Eine naturwissenschaftliche Erklärung außerhalb dieser Thesen kann ich jetzt tatsächlich nicht liefern. Denn wir können eigentlich alle anderen Sachen ausschließen. Deswegen müssen wir oder sagen wir, das ist irgendwas Paranormales. Allerdings mit der Einschränkung, es ist so viel Energie und über einen so breiten Bereich, wie das bisher undokumentiert ist. Also haben wir entweder was ganz Neues, Innovatives dokumentiert oder aber es hat tatsächlich noch natürliche Ursache, die wir bisher nur noch nicht verstanden haben, die wir nicht gefunden haben. Und deswegen werden wir auf jeden Fall nochmal dahin gehen und unsere Untersuchungen verstärken, um zu sehen, ob wir dann vielleicht doch eine natürliche Ursache finden oder aber, ob wir die These, dass es hier sich vielleicht wirklich um Entitäten handelt, verifizieren können. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Über einen Like würden wir uns natürlich freuen. Gerne dürft ihr in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir besser machen können. Ansonsten sind wir für jede Unterstützung dankbar. Auch dazu unten natürlich eine Videobeschreibung bzw. oben der Registerkarte. Und gerne könnt ihr euch, wie schon mal gesagt, auch das Video bei Mr. und Mrs. Lust, sprich bei Björn und Sabrina anschauen, die das auf ihrem Kanal haben. Auch dazu findet ihr sowohl unten den Link als auch oben der Registerkarte, eigentlich auch den Link dazu, damit ihr euch das auf den Kanal anschauen könnt. So, und jetzt kommt noch unsere Endcard und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.